So Leute, herzlich willkommen zu Destiny bei Urbane BK. Und was es ist, rausgeschafft. Haben jetzt ein Flugzeug und waren auf dem Weg. Was sind das eigentlich? Explosive Granate, gestätigte Feinde. Waren auf dem Weg. Okay, ich hätte eigentlich auch beim Laden reden können. Sorry, Leute. Scheiße. Egal, mir gefällt derselbe Set. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden, dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählt er jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Ja, okay, jetzt war ich jetzt nicht darauf gefasst, dass das jetzt so lang lädt. Welchen Eindruck habt ihr eigentlich bis jetzt von Destiny? Okay, wir kennen das zwar jetzt das meiste von der Beta. Aber gib mir mal Eindrücke von euch, was ihr davon haltet von Destiny, was ihr davon erwartet, schreibt mir das, was wir alles machen sollen. Und wie keine Adresse. Wie lange lädt das Ding jetzt? Okay, hat doch geklappt. Oha. Gleich so viele Leute. Und ich mit meinem läppischen Level 2 hier. Jetzt schauen wir mal alles, was wir erstmal haben. Wir haben das, was wir freigeschaltet haben. Danke für deine Hilfe beim Destiny Beta Belastungstest. Okay, ein Abzeichen. Und ich denke mal, bei der Folge erkunden wir das hier mal ein bisschen. Und wo fangen wir an? Ach komm, fangen wir hier links an. Gründersiegel. Wie habe ich jetzt dafür Geld ausgegeben, Digga?
Oder doch? Ach komm. Ich dachte, das ist jetzt ein Abzeichen. Scheiße, ich soll doch mal wirklich schauen, bevor ich was mache. Ich liebe ja Spiele wie Mass Effect, also 1, 2, 3 Mass Effect gespielt und ich fand das so geil. Ich bin zwar kein Fan von den Remakes, aber aus Prinzip her, wenn die das geil machen, würde ich glaube Mass Effect 1 bis 3 Remake kaufen und dann auch wieder Let's Plays machen. Wie geil das hier aussieht. Seht ihr das mit der Pfütze? Und wenn euch Spiele interessieren, schreibt mir das doch mal, was euch für Spiele interessieren, welche Let's Plays ihr gerne von mir sehen würdet. Weil sonst gehe ich nur nach den Spielen, die mich interessieren. Und ja, zum Beispiel, was ich positiv überrascht war, war das Projekt Minecraft, dass das so gut ankommt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da bin ich ja zufällig drüber gestolpert. Und dafür möchte ich auch eure Feedbacks, was euch für Games interessieren. Gibt's hier nix? Sag mal. Irgendwo muss doch ein Ghost sein. Und welche Spiele ihr halt gerne sehen würdet. Dann zockt man das gemeinsam durch. Er ist zu schwach. Lass ihn sich ausruhen. Vor allem gerade Leute, die das Video von Destiny von mir anschauen. Gerne edit mich, RebellionBK. Wir können Destiny gerne zusammenspielen. Dann werden auch die Parts Als lustiger. Unterstützung im Kampf. Puh, ja, davon sind wir noch weit entfernt. Bis zum nächsten Mal. Und wir können da auch die Partien, wo es 3 bis 4, 6, egal was ist, zusammen dann spielen. Ich hätte sehr Bock darauf, vor allem bei Destiny. Nein, geht's nicht rein. Ich wollte gerade schauen, ob es irgendwelche Bereiche gibt, die. Die in der Beta noch nicht frei waren, aber sieht nicht so aus. Komm rein. Ich erkläre dir, was ich tue. Okay, bis bald. Was macht sie jetzt eigentlich? Eva, eine Künstlerin in Sachen Mikromaterialprogrammierung, bietet den Hütern Möglichkeit, ihr Erscheinungsbild zu ändern. Cool, das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich das ganze Geld, was ich hier alles hatte, in Dinge eingesteckt habe, in Waffen. Aber das machen wir hier schon mal. Schauen wir noch hoch. Einen Kollegen habe ich ja, mit dem spielen wir heute Mittag, also es ist gerade nachts um 2 Uhr, 2:20 Uhr sogar. Und mit den Kollegen werde ich das morgen Mittag so um 18 Uhr mal spielen gemeinsam, dem ich auch Killzone gespielt habe. Wookie heißt der gute Wookie. 1,9 irgendwas, keine Ahnung. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Da wird es wahrscheinlich lustig, wenn wir zu zweit da anpacken. Okay. Ärgerlich ist, ich habe so gute Waffen in der Beta gehabt, alle weg. Aber gut ist, ihr seid jetzt dabei und sieht von vorne dann alles mit, weil in der Beta habe ich keine Aufzeichnungen gemacht gehabt. Okay, ich kann noch gar nichts machen, fällt mir auf. War das in der Beta auch so?
Da muss ich erstmal mit allen hier sprechen. Ja, sieht schon schön aus. Betreut einen Vorrat ausgesuchter Waffen, diejenigen, die sie vor Ort bewiesen haben. Okay, da bin ich mal gespannt, wann ich die Dinger hier kaufen kann. Wahrscheinlich nachdem ich den Endgegner besiegt habe. Es soll ja hier ab Level 20 nach dem Endgegner erst richtig anfangen. Da bin ich mal echt gespannt, wie die das gemacht haben. Also ich habe ja gar keine Ahnung. Der tote Orbit ist noch wieder willig im Turm präsent, um seine Kämpfer mit dem Schmelzsiegel zu bewaffnen und auszurüsten. Okay. War ich da oben? Da muss ich glaube erstmal hin. Nee, bei ihr war ich ja. Hey? Sag mal, das war doch hier, oder nicht? Vor allem hört ihr das gerade, ich war gerade voll vertieft in die Symphonie, in die Musik hier. Erinnert mich an gewisse Filme, ich weiß nicht, ich fand, oh, Star Wars oder James Bond, Indiana, ich weiß gar nicht. Ich liebe hier solche Soundtracks, solche Musik. Die sind so entspannt. Okay, merke, hier gibt es nichts. Das heißt, es gibt nur noch eine einzige Stelle, wo ich hin muss. Und die muss dann die Stelle sein, wo ich sein muss. Bin extra noch nicht dorthin gegangen, um euch das Ganze hier zu zeigen, da gezockt haben. Oder gesehen haben oder abwarten, bis wie jetzt die endgültige Version ist. Dafür. Für euch Leute. Alles für euch und für mich natürlich auch. Ich liebe solche Erkundungen. Also, wie komme ich da jetzt nochmal runter? Hier die Treppe, glaube ich. Genau, hier muss sein. Ja. Der Kampfveteran Lord Shrex betreut und bewaffnet diejenigen, die sich im Schmelztiegel stehlen wollen. Ja, vielleicht können wir später mal so Schmelztiegelsachen machen. Ich bin halt nicht so gut gegen andere Multiplayer-Spieler. Also, wenn ihr lauter Fails sehen möchtet, dann sagt's Bescheid, dann kann ich es machen. Aber viele sind da viel wesentlich besser. Ich habe da. Ausrüstung für neue Hüteinsatz, Titanpanzer und etwas Glimmer, um ihn zu verbessern oder andere Ausrüstung zu kaufen. Gerne. Wie viel habe ich denn eigentlich? 97. Ja, das ist alles zu hohe Level. Kriege ich auf der Schlacht sowieso und mich interessieren nur die Grünen oder solche Sachen. Und für sowas brauche ich jetzt kein Geld ausgeben. Oder Glimmer. Okay, Verbesserung bringt's allemal. Ich brauche eine auf jeden Fall bessere Sekundärwaffe.
Offizierswappen, Zeichen der Ältesten, Gründersiegel. Sehe ich das denn nur da oben? Ja, lass mal halt mal das jetzt. Wie gesagt, solche Games wie Destiny, Mass Effect, absoluter Traum. Waffenmeister, ist das der jetzt oder der gewesen? Oder noch ein ganz anderer? Okay, jetzt darf ich mir eins aussuchen. Automatikgewehr, Impulsgewehr, Scoutgewehr. Scout ist ja gut stark. Aber hat 13er Schuss im Magazin. Ich habe bei der Beta hauptsächlich mit Scout und Automatikgewehr geschafft. Aber ich finde das Automatikgewehr jetzt gerade erstmal angenehmer. Später, wenn wir eine gescheite finden, können wir Scout holen. Auf jeden Fall bessere Schlagkraft. Und was machen wir mit dir? Dich zerleg mal. Alles, was wir nicht brauchen, zerleg mal. Also wie gesagt, ich liebe solche Games im Weltall und so weiter. Dafür bin ich echt mal gespannt, was das hier bieten wird. Ach so, jetzt muss ich zur Schiffsmeisterin. Denk mir doch, ich muss doch zu der hingehen. Egal. Ich war eigentlich nicht immer so. Ich habe das erste Mal mit Mass Effect 1 oder Star Wars Old Republic, das ganz, ganz früher, wo ist das auf. Ich weiß nicht, ob es auf der PS2, PS3, Xbox, ich weiß, Xbox 360, glaube ich, das ist schon Ewigkeiten her, wo es damals rausgekommen ist, gespielt gehabt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mir sowas gefällt. Und mit Mass Effect als Final Fantasy Ersatz, ja, als Final Fantasy Ersatz bin ich zu dem gekommen, habe ich gemerkt, wie sehr ich solche Spiele liebe. Die Sprungkraft. Vor allem so Mischung aus Final Fantasy, Mass Effect, sowas, Destiny und so weiter, Ultra. Ich find's einfach nur geil. So. Jetzt ist es soweit, dass wir eigentlich, glaube ich, alles haben. Sicherheitshalber schaue ich jetzt mal hin. Leute, es wird auch Parts geben, wo ich nur aufleveln werde. Also die werde ich nicht drehen, die werde ich einfach machen. Aber alles, was mit der Story oder mit so Dungeons oder überhaupt irgendwas sein wird, werde ich auf jeden Fall, also zusammenhängende Parts machen. Nur die Crafting-Sachen aufleveln und so, da, wenn ich eine Mission zum zigsten Mal wiederhole, das brauche ich jetzt auch nicht aufnehmen. Aber beim ersten Mal werdet ihr immer dabei sein. Und wir gehen auch zum ersten Mal gleich zum Orbit. Ins Orbit. Zum Orbit. Das Orbit. Die Orbit. Der Orbit. Wem Orbit? Ja klar. Ins Orbit. Jetzt hat alles durch.
Ziel festlegen. Geht nur Erde. Da. Und geht nur die Kluft. Normalerweise werde ich alles auf schwer machen. Und weil ich finde, da gibt es viel geilere Waffen und die sind es mir wert, dass ich manchmal in Frust reinkomme. Also ich weiß noch eine Mission genau, da habe ich. Da bin ich, wenn man mitten in so einem Dungeon verreckt, alleine muss man ja mal wieder respawnen und das Ganze von vorne anfangen, also zumindest ein Teil. Da habe ich einmal ewig gebraucht. Aber das lohnt sich. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. So, Leute. Wir sind jetzt mal hier. Jetzt testen wir nur mal erstmal die Waffe hier. Doch, die Waffe ist schon viel cooler. Beim nächsten Part geht's hier weiter. Da geht's wieder in die Schlacht. Nach Geschichte hinterher. Und ich wollte euch erstmal den Turm zeigen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt Kommentare ab. Wie gesagt, unterstützt das Ganze und abonniert es. Und in der Playlist werdet ihr immer die aktuellen Folgen von Destiny finden. Bis dann, eure BMBK und wir sehen uns beim nächsten Part wieder.